Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und ihr hört es vielleicht schon ein bisschen, ich bin leider völlig im Eimer, aber ich bin trotzdem fit genug hoffentlich, um euch heute Testhände zu zeigen zu meinem Infernoid Snake Eyes Deck. Viele von euch denken sich wahrscheinlich, oh Gott, warum denn mit Snake Eyes und so? Es ist einfach momentan die stärkste Variante und ihr werdet heute auch sehen, warum das so ist. Es ist wirklich insane, was man für Boards bauen kann. Da kann Snake Eyes pur nur müde lächeln. So, was man hiermit hinbekommt, ist einfach noch krasser. Finde ich persönlich zumindest und Infernoid ist einfach das beste Deck aller Zeiten. Von daher einfach nur cool, das mit einem anderen starken Deck zusammenzuspielen. Und das wird sich wahrscheinlich auch alles ändern. Bald wird eine Banlist kommen und so. Snake Eyes wird auf jeden Fall irgendwie angefasst. Wir werden sehen, was passiert. Aber Infernoid wird auf jeden Fall nice bleiben. Ich habe auch schon eine pure Version gemacht des Decks. Checkt ihr auf jeden Fall sehr gerne hier unten in der Beschreibung aus. Ist auch sehr geil. Und nächstes Mal kommt noch ein Deckprofil zu Infernoid und diesmal eine Version ohne Snake Eyes und ohne Fiendsmith. Einfach nur eine geile Variante, die auch super, super strong ist. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Ich würde sagen, bevor es losgeht, checkt doch sehr, sehr gerne mal noch den Link zu Gate to the Games in der Beschreibung aus. Da bekommt ihr nämlich 5% Rabatt mit meinem Rabattcode. Und wenn ihr was findet, freue ich mich sehr. Supportet mich auch ein bisschen und ihr könnt noch ein bisschen sparen. So, jetzt habe ich aber wirklich genug gelabert. Lasst uns mal direkt einsteigen in die Infernoid-Testhände. Los geht's. So Leute, ich habe tatsächlich gerade schon gepeilschaffelt, auch wenn ihr das nicht gesehen habt, aber ich mische jetzt nochmal so durch, weil bei mir ging ein Wecker auf dem Handy an, mit dem ich hier gerade filme und ja, und ich wollte das jetzt nicht alles nochmal machen. Aber was ich gerade am Erzählen war, dass ich das Deck minimal verändert habe und zwar habe ich die Snake Eye Field Space mittlerweile drin, da habe ich ja in meinem Deckprofil schon gesagt, dass ich das gerne ausprobieren würde und noch eine neue Extra-Deck-Karte, die habe ich noch nicht, aber die habe ich schon bestellt und zu der kommen wir, wenn sie aufkommt, die ist halt wichtig mit dem Dogmatiker-Package. Und wir fangen mal an. Wir fangen an mit Bruch der Leere bei Testern 1, Verbotener Tropfen, Schlangenauge Poplar, die Lehrenimagination und einmal Infernoid Dekatron. Das ist eine Hand, die ist jetzt nicht ultra geil, aber man kann auf jeden Fall einiges damit machen, weil das Deck einfach sehr viele Wege hat, in seine Kombos zu kommen. Und wir würden hier in dem Fall anfangen mit Bruch der Leere, dass wir die aktivieren und jetzt den Effekt benutzen, weil wir können dann ja ein Infernoid-Monster for free von der Hand specialen. Und das machen wir mit Dekatron. Und Dekatrons Effekt benutzen wir jetzt natürlich, um in dem Fall einen Deviati auf den Friedhof zu schicken, damit wir vor allen Monster-Handtraps zumindest einmal protected sind. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und für die Leute, die Snake Eyes ein bisschen kennen, die wissen, dass Popple, also Poplar, oh Gott, Pappel, also Poplar auf Englisch, Pappel auf Deutsch, so ist es richtig, dass er alleine halt auch zumindest Snake Eye-Combo ist. Wir können hier aber jetzt quasi, weil wir noch keinen anderen Zugriff auf die Infernoid-Karten haben, könnte man auch sagen, okay, man riskiert ein bisschen, aber dazu kommen wir gleich noch. Wir normalen jetzt auf jeden Fall Pappel, aktivieren den Effekt. Und mit Pappels Effekt suchen wir uns jetzt natürlich die hier. Erbsündhafte Beute, Schlangenauge. Denn wir wollen ja auch generell in die anderen Snake-Eye-Plays reinkommen. Und jetzt haben wir halt auch mehrere Möglichkeiten, weil wir können auch die hier natürlich weglegen. Da haben wir mehr Bodies und ich glaube, das sollten wir auch tun. Wir aktivieren sie, legen Bruch der Leere weg und beschwören jetzt Schlangenauge Esche aus dem Deck. Jetzt aktivieren wir den Effekt von Esche, um uns was zu suchen. Aber wir hatten halt schon eine Normal. Ich spiele gerade nur eine Pappel. Man könnte auch überlegen, die häufiger zu spielen. Aber ich denke, wir suchen uns. Ja, wobei, wir können uns die hier suchen. Tatsächlich. Ja, das ist. Oh, das ist sogar mega gut. Ja, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber die zu suchen ist sehr gut, denn da wir ja Lehrenimagination haben, deswegen, das muss ich noch kurz sagen, deswegen ist es auch für mich so wichtig, Testhände zu machen, weil solche Situationen kommen, wenn man das Deck halt baut oder online spielt, gar nicht so häufig auf. Aber den suchen zu können, ist gerade voll wichtig, weil jetzt haben wir zwei Infinite-Monster und Lehrenimagination. Das heißt, wir kommen auf Evil. Aber ich würde tatsächlich erstmal versuchen, wobei, sollte man das nicht vielleicht jetzt schon machen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir halt erstmal Snake Eye weiter kombon oder schon Infernoid. Wir machen tatsächlich erstmal Snake Eye ein bisschen weiter. Machen den hier zur aufgegebenen Seele. Aktivieren Puppets Effekt im Friedhof. So. Und ich glaube, jetzt würden wir Lehrenimagination benutzen. Einfach nur, damit wir Dekatron wieder in den Friedhof bekommen und eine Special damit bekommen würden, die halt richtig nice ist. So, das heißt, wir legen die beiden jetzt weg und machen einen Evil. Und klar, jetzt könnte eine Handtrap kommen und so, was unangenehm wäre. Aber selbst dann, wenn hier drauf eine Hand, weil hier drauf könnte keine Handtrap kommen, weil wir da noch Dekatron hatten. Also da eine Ash oder so hätten wir halt annullieren können. Wobei, dann hätten wir trotzdem keine Fusion bekommen, weil wir ja kein Monster auf dem Feld haben.
Das wäre auf jeden Fall unangenehm gewesen, aber durch die Snaker-Sachen, da wäre safe vorher schon eine Ash gekommen. Und eine Ash wird eigentlich immer hier drauf benutzt. So, und jetzt aktivieren wir den Effekt und banishen von unserem Friedhof, und das ist jetzt halt insane, unseren Deviati. Und dürfen jetzt 9 Infernoid-Monster millen. Und ja, also diese Karte ist einfach gestört. Wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, haben wir schon, 7, 8. Okay, wir müssen, glaube ich, noch einen Deviati. Ah, das ist okay, so ein 9. Und jetzt ist halt insane, wie voll unser Friedhof ist. Und boah, ich liebe das bei diesem Deck. So, noch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene. Sehr, sehr gut. Und wir haben ja Esche noch gar nicht benutzt, was halt auch richtig, richtig geil ist. Das können wir jetzt tatsächlich machen, indem wir den und die aufgegebene Seele weglegen. Und beschwören jetzt aus unserem Deck unsere Esche. Nee, Quatsch, unseren Oak, also unsere Eiche, aktivieren jetzt den Effekt, beschwören was vom Friedhof. Und dann nehmen wir tatsächlich, denke ich, Dekatron, weil Effekt. Wobei, ganz kurz überlegen. Bringt uns der Mill schon was von Deviati dann? Wir können Deviati halt auch so holen. Und einen weiteren Mill brauchen wir. Wir haben so viel gemillt, wir brauchen eigentlich keinen Mill mehr mit Dekatron. Das heißt, wir holen uns dann doch einfach die Esche zurück, weil wir die jetzt einfach nur für die Bodies brauchen. Und jetzt, ja, das machen wir so jetzt, um das vor Handtraps zu protecten, rufen wir jetzt Deviati vom Friedhof, indem wir einen Antra, einen Patrouela und einen Harmadic verbannen, also drei, die vermeintlich useless sind mittlerweile. So, dann rufen wir unseren Deviati und sind jetzt wieder vor Monster-Effekten protected. Jetzt aktivieren wir Oaks Effekt, legen die beiden hier weg und beschwören aus unserem Deck unseren Flambergendrachen. Und Leute, ich kann verstehen, wenn man das nicht mehr sehen kann, ne? Diese Snake-Eyes-Kombos, die sind halt, wie sie sind. Und das wird sich wahrscheinlich auch sehr bald ändern. Aber ich wollte euch halt zum jetzigen Zeitpunkt die stärkste Version des Decks zeigen. Und das ist einfach mit Snake-Eye. Und ihr seht die Synergien, wie krass die halt einfach sind. Ist halt wirklich insane. Und jetzt machen wir mit den beiden, so, mit den beiden hier eine IP Masquerina. Und jetzt triggern wir Flamberge im Grave und wählen, ja, wieder, ist wieder relativ egal, welche beiden, weil wir brauchen keine weiteren Dekatron-Mills. So, die beiden. Und jetzt machen wir mit den beiden hier unsere Princess. Die sieht einfach wirklich so cool aus. Wir aktivieren den Effekt, holen Flamberge zurück. Aktivieren Flamberges Effekt, um IPMS Karina in die Spell and Trap Zone zu tun. Ja, nichts anderes ergibt Sinn, weil wir können ja auch die Infinite Monster nicht beschwören. Wobei, man könnte kurz überlegen, ob man Dekatron in die Zone tut für eine weitere Negation. Das ist halt wirklich eine Option. Weil, also wir haben ein Ununku im Grave. Wir haben ein, also wir haben schon ein Ununku aus dem Deck raus, einen Deviati, beziehungsweise zwei Deviati. So. Und drei Negations kriegen wir nicht. Nee, in dem Fall ist Masquerina geiler, aber in manchen Fällen kann man wirklich Dekatron reintun und ihn aber beschwören für eine weitere Negation. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich drei Deviati und drei Ununko spiele, weil wir so viele Zugriffe haben, die Negations neu, auch einen gegnerischen Zug wieder rauszubekommen, dass wenn man die nur auf zwei spielt und dann sogar mal einen zieht, dann wird die Stärke des Decks gar nicht so sichtbar, wie sie halt ist. So. Deswegen aber in dem Fall trotzdem Masquerina. Und dann linken wir jetzt die beiden hier. Ich habe alles richtig gemacht, oder? Weil der ist noch im Feld. Aber doch, stimmt, meine ich. Doch, ich wüsste gerade nicht, was der Fehler gewesen sein soll. Wir linken die beiden jetzt weg zu unserem Infernoid Flood, weil der braucht hier einfach nur ein Infernoid Monster unter anderem. Und jetzt benutzen wir den Effekt von Infernoid Evil, weil er auf den Grave gegangen ist und suchen uns unsere Verschwinden der Leere und die aktivieren wir. Wir benutzen die auch direkt, werfen einen verbotenen Tropfen ab und suchen uns dann unser Leerenfest mal. Und das ist halt wirklich, wirklich nice. Die können wir dann nämlich setten und ich frage mich nur, warum wir den Body hier auf dem Feld haben, aber ich glaube, es war alles richtig.
Ja, doch, ich glaube, ich habe keinen Fehler gemacht. Ihn weggelinkt, dann die beiden geholt, aber das ist. Nee, das passt alles. Wir mussten jetzt halt Evil weglinken, damit wir in Flat gehen können, aber das passt schon. Man hätte fast überlegen können, ob man. Wobei, das wäre dann nicht aufgegangen, nee. Das passt schon alles so. Gerade mit Mascarina und so. So, jetzt will man halt an den Gegner abgeben. Und was wir halt jetzt haben, ist halt wirklich insane, weil wir können. Es gibt eine kleine Debatte darüber, ob man ihn in der Dwarf Phase schon benutzt, dass man sie direkt hat, oder ob man wartet, falls der Gegner halt irgendwie, dass man erstmal wartet, bis der Gegner was macht. Dann spielt man halt einen Tactics rein, aber dafür umgeht man Sachen wie Dark Ruler und so. Aber sagen wir einfach mal, der Gegner ist halt dran und benutzt irgendeinen Effekt. Dann können wir Deviati zum Beispiel benutzen, den annullieren, also einen Monster-Effekt, und dann können wir direkt Lehrenfest mal anketten und jetzt noch Sachen aus dem Deck beschwören. Und zwar beschwören wir jetzt natürlich, und deswegen, da müsst ihr mal aufpassen, dass ihr die im Deck behaltet, zwei Dekatrons. Ich habe übrigens einen dritten Dekatron in Secret Rare gezogen. Ich habe den einfach noch nicht ins Deck gepackt, weil ich zu faul gewesen bin. Aber wir beschwören die beiden und einen Siete. So, und dann Chaining 1, Chaining 2. Der eine schickt einen Nunku und der andere schickt einen Devyati. Das heißt, wir haben hier wieder also noch ein Monster Negate und ein Spell Trap Negate. Was halt einfach wirklich. Es ist wirklich insane. Und wir hatten ja damit schon einen Negate. Also das war der erste. Sagen wir, dann der Gegner aktiviert noch einen Monster-Effekt. So, der Gegner aktiviert noch einen Spell-Trap-Effekt. Dann würden wir halt. Ja, wir würden erstmal annullieren. Dann können wir ihn benutzen, den holen. Also es waren ja jetzt halt schon. Ja, schon drei Interruptions. Jetzt können wir Mascarina holen, ihren Effekt benutzen. So. Sie rufen, Effekt, das ist die vierte Interruption. Flamberge triggert und holt. Ja, ich glaube, wir können sogar zwei Dekatrons zurückholen. Mal gucken, ob wir noch genug Targets im Deck haben, oder ob wir nur einen holen sollten. Das können wir auf jeden Fall wegtun. Und haben wir noch ein Infinite-Monster? Nö, wir haben alle Infinite-Monster verbraucht. Dann holen wir natürlich nur einen Dekatron und einen Evil. So. So, nochmal ganz kurz. Zählen. Wir hatten 1, 2, 3 Interruptions, 4 Interruptions. Hier mit ihm haben wir jetzt eine fünfte Interruption. Er ist eine sechste Interruption. Hiermit würden wir dann wieder einen Surge kriegen. Sie ist noch eine siebte Interruption. Er ist noch eine achte Interruption. Und wenn der Gegner noch irgendwas specialt, rufen wir noch unsere Princess. Ist die neunte Interruption. Also 9 Interruptions mit dieser Hand, die wir gerade hatten. Und Follow-up ist halt auch insane, weil wir hätten hiermit noch einen Surge bekommen und so. Komplett bescheuert. Und ich verstehe, warum Leute sagen, ja, Infinite ist das schlechtere Snake Eye. Also Infinite Snake Eye ist einfach nur ein schlechtes Snake Eye. Ich würde das gar nicht unterschreiben. Wo ich zustimme, ist, dass es ein Snake Eye ist, was nicht so straightforward ist, wie es sein könnte, weil Snake Eye ist einfach mit der Aligning Engine schon so stark, dass man gar nicht unbedingt andere Engines da reinmischen muss. Aber was wir halt durch die Infinite-Karten dazu gewinnen, ist, dass wir unbrechbare Boards machen können. Also wie ihr gerade gesehen habt, wir hatten 9 Interruptions und ich habe 5 davon waren halt Annullierungen. Das heißt, das reicht. Also es gibt kaum Decks, die auch nur ansatzweise was dagegen machen können und das ist halt krass. Das OTK-Potenzial steigt auch nochmal um ein Vielfaches an und dass wir einfach also ein schwarzes Loch unten, einen schweren Sturm auf Beinen kriegen, die wir auch in häufigen Fällen mal rufen können. Ich persönlich finde das eher ein Plus, aber ich verstehe schon, also warum man auf einer kompetitiven Ebene eher Snake Eye pur spielen sollte. Aber mir schreiben auch manche Leute, ja, warum spielst du das überhaupt, wenn es nur das schlechtere Snake Eye ist? Ich spiele ja das Deck nicht einfach nur aus dem Grund, weil es gut ist, sondern weil Infernoid mein Lieblingsdeck ist und das ist momentan die stärkste Variante und deswegen spiele ich es mit Snake Eye. So, aber jetzt zweite Testhand, beginnen wir mit Onunku. Flambergendrache, schon mal zwei Bricks, ein dritter Brick, super. Ja, okay, alles klar. Okay, und da haben wir schon unsere erste Brickhand. Das ist auch nicht schlimm, das passiert mal. Ich sage ja in meinen Videos immer, wenn wir weniger als acht, also wenn acht der Hände spielbar sind, dann ist es gut genug gebaut. Und ich habe das Deck halt sehr viel getestet, von daher bin ich sehr confident. Das ist jetzt halt bitter, aber tatsächlich ist das eine Sache, die meine Überlegung noch bestätigt. Ich überlege halt, die noch rauszunehmen für eine weitere Consistency-Karte, halt wie noch ein Poplar zum Beispiel, weil dann hat man noch mehr Wege, was zu machen. Und Boards brechen tun wir sowieso ganz oft mit Engine. Hätten wir jetzt noch eine sechste Karte gezogen, ja, wäre jetzt auch nicht so geil gewesen.
Aber man hätte zumindest, ja, wobei wir hätten damit auch nicht so viel machen können. Die Hand war einfach schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Das passiert halt manchmal bei Infernoid, aber ihr habt es ja in meinem puren Video gesehen und die pure Version ist deutlich brickanfälliger eigentlich. Da hatten wir 10 Testhände ohne einen einzigen Brick. Von daher würde ich mal sagen, das ist schon in Ordnung so. Und vielleicht war das Zweierpeilschaffen gerade auch nicht so gut. Ich mache das hier nur, um im Blick zu behalten, wie viele Testhände, also welche Testhand jetzt kommt. Und jetzt kommt die Nummer 3. Und ja, also ich bin wie gesagt weiterhin confident. Das Deck, ich habe es wirklich, ich habe es schon sehr, sehr viel getestet. Und es funktioniert sehr gut. Wir haben auch noch ja, einige Sachen offen, die man noch nicht gesehen hat und so. Wir hatten noch Dogmatiker Engine gar keinen Zugriff. Wir sind auch noch nicht mit Esche gestartet. Weil mit Esche zu starten ist halt quasi insane. Weil Esche alleine ist halt ein Full Snaker Infinite Board. Aber mal gucken, ob wir dazu noch kommen. Und im Combo-Video, was noch kommt, da werde ich natürlich nochmal deutlich ausführlicher drauf eingehen. So, Tester Nummer 3 ist schon mal kein Brick, weil verschwindende Leere ist super. Verbotener Tropfen ist auch nice. Leeren Imagination, Nadir Dina und unsere Neuentzündung der Leere. Die Hand ist, sieht gar nicht so krass aus, ist aber richtig geil, weil die Karte hier ist One-Card-Combo. Und selbst wenn diese Karte hier geasht wird oder sonst was, dann haben wir immer noch die, womit wir auch drei Interruptions bekommen. Aber wir jetzt bei den Testhänden ist es halt schwer zu predikten, okay, wann wird was gehandtrappt und so. Deswegen, dafür mache ich immer die Replay-Videos, damit ihr das seht. Aber wir gehen jetzt natürlich beim Ausspielen erstmal davon, weil wir erstmal sehen wollen, was kann das Deck, wie funktioniert es, dass man ja erstmal nicht interrupted wird. Wir aktivieren jetzt eine Diadina, legen von unserem Extra-Deck den Garura auf den Grave, um uns unseren Maximus zu suchen. Und jetzt kommen wir gleich zur ersten Änderung. Und zwar, durch MBT bin ich tatsächlich darauf aufmerksam geworden. Und das ist für mich auch jetzt ein Grund mehr, warum die Chimera Engine ganz cool ist. Wir spielen im Extra-Deck, also gleich kommt der Draw und so noch, aber ich würde ihn hier cutten und dafür Chimera the Mythical Beast spielen, also das Neue, das Stufe 6er, was den Handdrop macht, denn das hat den Effekt, im Zug des Gegners kann man es banishen vom Grave und ein Fiend vom Friedhof zurückholen. Infernoide sind alle Fiends, vor allem Decathron. Und das ist halt ultra gut, dadurch kriegt man halt noch eine bessere Interruption als eine Handdrop und kann einen Brick weniger im Deck spielen, das ist halt richtig geil. So, aber jetzt kriegen wir erstmal den Draw von Garura, dafür wird natürlich nochmal abgehoben. Dann machen wir den Draw. Ja, ist ein Infinite-Monster, was uns aber egal ist. Ist ganz cool, weil wir die dann theoretisch benutzen könnten, aber eigentlich müssen wir das gar nicht. Wir hätten das vorher machen können, wir hätten die hier setten können und die setten können und dann hätten wir die aktivieren können mit der und gucken, ob wir den Snaker Engine reinziehen. Kann man auch machen, aber ich dachte mir, ich will euch jetzt auf jeden Fall mal zeigen, wie es denn hiermit ist. Deswegen habe ich das jetzt mal nicht gemacht. So, jetzt können wir Maximus rufen, das ist halt richtig geil. Also die Engine ist im Deck so gut, indem wir Garura verbannen. Und jetzt aktivieren wir seinen Effekt und schicken vom Extra-Deck. Das ist jetzt die Chimera-Karte und nicht er. Aber ich hab die, wie gesagt, noch nicht. Und Evil auf dem Grave. Und Evil triggert jetzt, und das ist halt komplett geil, und sucht uns eine leeren Zauber der Fallenkarte. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall die Trap, weil wir haben Verschwinden der Leere schon. Das bedeutet, wir wollen nichts riskieren, falls das doch irgendwie gedouble Handtrap wird oder so. Sorry, ich suche natürlich hier, ich war gerade ein bisschen zu nah bei mir. Wir suchen uns leeren Fest mal. Da ist sie. So. Die suchen wir uns auf die Hand und selbst, also eine Handtrap wäre natürlich schon vorher gekommen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist auf jeden Fall mal ganz cool, wenn man sich die schon vorher suchen kann. So, und tatsächlich würde ich die jetzt einfach aktivieren, den Effekt benutzen. Wir werfen tatsächlich Neuentzündung der Leere ab und zwar aus folgendem Grund. Wir wollen einfach, weil wir können jetzt eh nicht mehr ins Extra-Deck gehen, das heißt, Snaker Engine würde uns gar nicht so viel bringen. Eine Decathron Normal Summon wäre noch geil gewesen, so. Aber das wäre halt alles ein bisschen riskanter gewesen. Wir werfen die ab, damit die für den nächsten Zug im Grave ist, für das ganze Follow-up, was wir generieren können. So, dann setten wir unser Leerenfest mal, unser Droplet natürlich und geben an den Gegner ab. Und direkt in der Draw-Phase würde ich die hier aktivieren. Und hier kann man echt überlegen, ob man sogar Leeren-Imagination weglegt. Wobei, na, durch Evil kriegen wir eh wieder einen Search, wenn wir wollen. Das heißt, wir legen die weg und dann weiß der Gegner weniger, auf was wir Zugriff haben. Und beschwören. Wo sind sie? Ein Dekatron, zwei Dekatron und einen Zierte. So. Die beschwören wir mal in diese Zone und den in die. Und dann Chainlink 1, Chainlink 2. Und da wir noch keine Negation haben, entscheiden wir uns eigentlich in den meisten Fällen dafür,
dass wir einen Monster Negate, also Divyati, machen und einen Spell Trap Negate, also Ununku. Ihr könntet, wenn ihr wisst, gegen was ihr spielt, natürlich auch sagen, okay, also zum Beispiel, wenn ihr gegen Runic Stun spielt, sind wahrscheinlich Spell Trap Negates wichtiger, oder wenn ihr gegen, keine Ahnung, vielleicht sogar, wenn ihr gegen Snake Eye spielt, sind Monster Negations wichtiger. Ist es komplett euch überlassen, aber da wir hier auch noch eine Monster Negation haben, wollte ich auf jeden Fall beides haben. So, und das Geile ist halt jetzt, wenn der Gegner jetzt etwas macht, und es ist jetzt egal welche, sagen wir, er aktiviert erst einen Monster-Effekt, dann opfern wir ihn. Und, also ich weiß, ist jetzt egal, ne? Der Dekatron, der halt die Monster-Negation ist. Und jetzt, darum ist das Chimera-Monster gut, banishen wir das Chimera-Monster, um ihn zurückzubeschwören, aktivieren seinen Effekt und kriegen einfach direkt noch eine Negation. Dann nehmt ihr einfach das, was ihr noch nicht hattet. Also, wenn es gerade ein Monster-Negate war, dann nehmen wir jetzt nochmal Divyati, dann haben wir wieder ein Monster-Negate und ein Spell-Trap-Negate haben wir immer noch. Und das ist halt richtig, richtig geil. Weil wir dann nur durch eine One-Card-Combo drei Negations und eine DD-Crow bekommen. Das ist halt richtig, richtig geil. Und Follow-Up natürlich, das darf man auch nie vergessen. Okay, und sagen wir mal, der Gegner clearet unser komplettes Board, also wirklich alles weg. Er hat alles zerstört, auch der Droplet hat nichts gebracht und so. Aber er konnte uns dann nicht OTK'en. Weil, wie gesagt, durch drei Negations und eine DD-Crow durch zu OTK'en ist echt nicht so leicht. Dann wird hier nochmal abgehoben und dann sind wir dran. Und ab jetzt ist halt alles egal. Wir ziehen Leuchtfeuer, okay. Das heißt, wir enden sogar einfach Snake Eye Engine. Aber selbst das, damit müssen wir gar nicht anfangen. Weil, wir können auf jeden Fall schon mal mit einem Divyati anfangen. Und banishen dafür. Wie machen wir's? Ja, noch ein Divyati. Auf jeden Fall Evil und Siete. Und dadurch, dass die jetzt gebanished werden, aktiviert sich Evils Effekt und wir kriegen einen neuen Search und jetzt können wir uns halt die holen oder wir können uns die holen. Es ist halt, also unserer Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt. Sagen wir uns, wir nehmen uns einfach den Bruch der Leere. Und damit kann man sich auch was zurückholen und was man auch nicht vergessen darf, wir können uns jetzt natürlich auch wieder Sachen in den Grave zurücklegen, ne? Das ist halt auch unfassbar stark. Wir können das alles noch banishen, for free quasi, und uns dann mit der Neuentzündung der Leere die Sachen wieder in den Friedhof zurücklegen. Das ist komplett insane. Also, und dadurch, dass wir auch noch die Snake Engine haben, haben wir sowieso einen komplett safen OTK, der protected ist und so. Mega, mega geil. Und ich würde sagen, da hat man jetzt schon ein bisschen mehr gesehen, warum die Dogmatica Engine auch so geil ist. Und wie gesagt, der hier ist das Chimera Monster. Werde ich, sobald ich es habe, natürlich auch ins Deck packen. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal direkt in Test Dungeon Nummer 4. So Leute, noch einmal kurz abgehoben. Und jetzt gehen wir direkt in die Tür des Testern. Falls ihr euch wundert, ich klinge ein bisschen nasal. Das liegt daran, dass es mich voll erwischt hat. Heute geht es mir schon wieder einen Tick besser. Aber deswegen kommen auch diese Woche nicht so viele Videos wie sonst, weil ich einfach komplett im Eimer bin. Aber heute geht es, wie gesagt, schon. Und deswegen, ja, bin ich hier am Start. Oh, ganz kurz übrigens die Ultimate Rare Esche. Nochmal Grüße gehen raus an Johnny Steps, der den ja bei der deutschen Meisterschaft gezogen hat. Und diese Hand hier ist richtig geil. Wir haben, also man könnte hier eine pure Infinite-Route gehen, indem wir mit ihm anfangen, Divyati senden und dann die hier aktivieren für Evil. Aber das machen wir natürlich nicht, weil wir wollen das natürlich noch Backup behalten. Das ist halt hier gerade richtig geil, denn wir haben den Backup in Form von der leeren Imagination, dass wir zwei Infinoide wegtun können für die Evil-Fusion. Das ist halt richtig, richtig geil. Also das ist eine Hand, die auf jeden Fall durch ein, zwei Handtraps durchspielen kann. Aber wir würden erstmal anfangen mit Esche, Normal. Und jetzt werdet ihr sehen, weil wir werden diese vier Karten gar nicht benutzen wahrscheinlich. Also ich werde euch die Kombo, wie gesagt, sowieso nochmal komplett ausführlich zeigen. Wir gehen mal hier hin. Aber nur mit Esche allein ist es schon insane, was wir machen können. Denn wir holen uns jetzt mit Esche natürlich unseren Poplar. Wo ist er? Oder habe ich ihn übersehen? Ich habe ihn übersehen. Okay. Da ist er. Okay, direkt dritte Karte. Holen wir auf die Hand. Und dann Effekt für Special. Und dann Effekt für Search. Und er sucht uns jetzt unser erbsündhafte Beute Schlangenauge. So. Jetzt linken wir ihn weg zu unserer Anima. Da ist er. Und aktivieren den Effekt von Pappel, dass er sich wieder aufs Feld ja, nicht setzt, sondern legt. Und dann aktivieren wir die hier.
legen ihn weg und beschwören jetzt aus unserem Deck Infernoid Dekatron, weil wir einen Stufe 1 Feuermann zu beschwören können. Und das Ding ist, selbst wenn wir jetzt keine einzige Karte auf der Hand hätten, wir bräuchten nur irgendwas zum Disc, also nur ein Disc, dann hätten wir halt Full Board so. Ich muss ganz kurz überlegen, ob wir tatsächlich den Dekatron von der Hand beschwören. Einfach nur damit leeren Festmarkasters. Ja, das machen wir tatsächlich. Weil der Dekatron auf der Hand bringt uns eh nichts mehr in diesem Zug. Das heißt, wir beschwören ihn, aktivieren jetzt seinen Effekt. Und wir haben ja immer noch den Plan B, vergesst das nicht, ne? Also wir haben zwei Infinite-Monster und leeren Imagination auf der Hand. Das heißt, selbst wenn wir jetzt weggehandtrapped werden, bis zum geht nicht mehr, müssten wir immer noch was Geiles hinbekommen. Also natürlich mit vier Handtraps oder so, da machen wir auch nichts mehr, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also das Deck kann schon gut durch Sachen durchballern. Mit Dekatron legen wir weg und das ist jetzt an sich relativ egal. Wir haben schon zwei Infinite auf der Hand. Das muss man dann natürlich schon ein bisschen mit einbeziehen, weil wir werden... Wobei, so viele werden gar nicht mehr in Grave kommen, glaube ich. Ich glaube, wir legen tatsächlich einen Siete weg. Oh Leute, ich übersehe die ganze Zeit meine eigenen Karten. So, ein Siete. Und jetzt benutzen wir den Effekt von Esche, legen die beiden weg und beschwören aus dem Deck unseren Oak. So, da ist er. Und jetzt aktivieren wir Oaks Effekt. Der holt Dekatron zurück. Jetzt Dekatron Effekt. Für Send wieder ein Infernoid und dann nehmen wir einfach irgendeinen kleinen, das ist egal welchen, in dem Fall Hammerdick einfach, weil der jetzt am schnellsten da war. Und jetzt können wir mit Oak und einem anderen Monster, die können wir weglegen und können uns jetzt auf unseren Flambergendrachen holen. Und tatsächlich, darum ist es mir wichtig, auch nochmal die Karten, also die Kombos an sich zu zeigen, weil. Normalerweise würden wir jetzt in den, Proxy F Magician gehen, aber das brauchen wir nicht, weil wir schon eine Fusionsmöglichkeit auf der Hand haben. Das bedeutet, wir wollen natürlich doch lieber für die Masquerina gehen, weil sie einfach eine weitere Interruption ist. Das heißt, wir linken die beiden jetzt einfach weg, eben nicht zur Proxy, sondern zur IP und aktivieren jetzt den Effekt von Flamberge im Grave und beschwören einen Dekatron zurück. Und ein Oak ist es, wie gesagt, relativ egal in den meisten Fällen. Jetzt nochmal Dekatron-Effekt. Der sendet wieder irgendeinen random kleinen auf dem Grave. Zum Beispiel. Ja, wobei der geht auch. Das ist echt egal. Und der ist jetzt Stufe 6. Der ist Stufe 1. Das heißt, wir sind noch im Stufenlimit. Das bedeutet, wir können jetzt zum Beispiel Siete rufen, indem wir den banishen und Harmadic banishen. Und jetzt haben wir genug Monster, um eine Fusionsbeschwörung zu machen. Aktivieren leeren Imagination. Wobei, Leute, vergesst es. Wir holen den Dekatron zwar zurück, ja. Aber wir müssen ja Siete gar nicht holen, weil dafür müssen die ja nicht auf dem Feld sein. Ne, dann sparen wir uns natürlich zwei Ressourcen. Banishen machen das nicht, sondern aktivieren jetzt leeren Imagination einfach, um die beiden hier wegzulegen. Und Evil zu rufen. Tipp, tipp, tipp. Wo ist er? Ganz oben. So, und dann jetzt Evil-Effekt und damit banishen. Wir müssen einmal kurz gucken. Wir haben schon... Wie viele verschiedene Namen haben wir schon im Grave? 5. Ich will ihm trotzdem... Wir nehmen mal Piatti einfach nur, damit wir nicht zu viel auf den Grave legen. Das klingt komisch, aber wir wollen ja gerade Onunko und Deviati gar nicht so unbedingt direkt in den Grave legen, weil wir die halt in der Combo, wie ihr gesehen habt, teilweise so oft loopen können. Also Dekatrons, die dann aber immer was aus dem Deck senden wollen und wir gehen lieber dafür. Deswegen 5 können wir jetzt millen, aber das reicht auch völlig. Wir haben ja auch schon welche im Grave. Und dann nehmen wir mal hier 1. Den wollen wir nicht nehmen. Dann nehmen wir 2. 3. 4 und noch einen 5. Und der 5. ja, der wird jetzt ein Onunko, weil Onunko in Anführungsstrichen ein Tick weniger wichtig ist, weil Spell Trap Negations sind weniger wichtig als Monster Negations, würde ich sagen. So, das sind jetzt 5 Stück, ne? Jo. So. Jetzt haben wir 5 Inferno zum Grave. Jetzt machen wir mit den beiden hier unsere Princess. Wo ist sie? Da. Und jetzt beschwören wir vom Friedhof. Beziehungsweise, nee, nicht vom Friedhof, sondern von der... Ah, wobei... Nee. Ja,
geiler wäre an sich, da hätten wir noch einen Deviati schicken, sondern wir haben halt einen auf der Hand. Achso, die ist natürlich im Grave. Das ist ein bisschen in Anführungsstrichen bitter. Wir brauchen noch einen Discard, deswegen behalten wir den auch auf der Hand. Aber wir rufen Ununko, indem wir drei nutzlose, also kleine Infernoide banishen. Dann haben wir zumindest eine Spell Trap Negation schon mal auf dem Feld. Und jetzt aktivieren wir ihren Effekt, um Flammenberge zurückzuholen. Und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, okay, wollen wir Degatron hinlegen oder IP. Aber wir werden uns wieder für IP entscheiden, denn wir haben wieder genug Möglichkeiten, Degatron zu loopen. So, dann machen wir jetzt mit den beiden wir unseren Flood. Und ich liebe den auch, der sieht so cool aus. Jetzt aktiviert sich Evils Effekt. Sucht uns ein Verschwinden der Leere. Das aktivieren wir, benutzen wir direkt, werfen einen Deviati dafür ab. Und suchen uns jetzt unser Leerenfest. Mal tatsächlich schlauer gespielt wäre gewesen, wir hätten ihn gar nicht gemacht. Hätten ja noch bis jetzt gewartet und jetzt den Deviati gerufen. Sagen wir mal, wir haben das gemacht, weil das ist smarter, weil eine Monster Negation bringt uns auch gegen Ash halt was. Deswegen ist das wichtiger. Genau, und es ändert halt nichts. Wir hätten trotzdem drei gebanished und anstelle von Deviati von der Hand haben wir jetzt halt einfach ihn noch im Grave. Das ist auf jeden Fall gut so. Und jetzt gehen wir den Gegner ab und direkt im Zug des Gegners leeren fest mal und jetzt auch Protected for Ash. Ruft uns einen Siete, einen Dekatron und noch einen Dekatron. Ich lege sie eigentlich mal in Verteidigung, aber einfach jetzt nur mal für die Schnelligkeit. Chaining 1, Chaining 2. Wir legen einen Ununku weg natürlich und noch einen Deviati. Und jetzt ist es halt wirklich komplett bescheuert wieder, weil, sagen wir, der Gegner benutzt einen Monster-Effekt, einen Spell-Trap-Effekt. Und dann können wir mit ihm IP holen. Benutzen, also, das waren ja schon zwei Negations, also zwei Interruptions. Dann haben wir hier unsere dritte Interruption, sie banished was. Flamberger aktiviert sich und beschwört zwei Dekatrons zurück, die beide jetzt triggern. Chaining 1, Chaining 2 ist jetzt relativ egal, das waren ja schon drei Interruptions. Und dann haben wir nochmal Spell Trap und nochmal Monster Negate, es ist komplett bescheuert. Dann gehen die, wenn die auch weg wären, dann wären es ja schon 5 Interruptions. Mit ihm hier 6 Interruptions, 7. Interruption. Die hat ja noch eine 8. Interruption. Wenn sie was dann beim Gegner noch banished. Und wenn wir die hier zum Beispiel nicht gebraucht hätten, dann. Also wir haben jetzt immer noch die 9. mit ihm oder halt mit ihr. Das ist halt ja, euch überlassen, beziehungsweise wenn wir den nicht gebraucht hätten, wäre das auch noch gegangen. Man hätte auch Flamberge tributen können. Also die IP lassen, hier lassen können, Flamberge tributen, dann hätte man die beiden Dekatrons bekommen. Ja, wobei hätte nicht so viel geändert. Aber auf jeden Fall wieder 9 Interruptions, komplett insane und Follow-up natürlich auch wieder krass, weil erstens ist unser Friedhof voll mit Infernoiden und wir haben ja ihn im Grave, das heißt, wir können ihn banishen. Wenn wir einen neuen beschwören, das triggert ihn, wir können beim Gegner was banishen und wir kriegen auf jeden Fall Infernoide vom Banish zurück. Auch wenn noch nicht alle, aber wir können uns halt wieder Sachen suchen. Es ist komplett geil. Ich liebe dieses Deck und ich würde sagen, wir gehen in Test Nummer 5. So, Leute, die Piles sind geschaffelt und wir gucken uns jetzt auf jeden Fall mal an, was Test Nummer 5 kann. Aber ja, 4 von 5 waren ja richtig geil. Die eine Brick-Test Hand, ja, das passiert halt, aber wie gesagt, hätte ich die weniger Going Second Karten, dann wäre das nicht mehr passiert, weil mit Poplar hätten wir auch einiges machen können. Aber gut, wir gucken jetzt mal, wie die nächste Test dann aussieht. Die kann auf jeden Fall auch sehr, sehr geil sein, aber die suchen wir natürlich lieber. Dekatron ist nice. Einer für einen ist super nice. Die schwarze Hexe ist auch nice. Und der, ja, bisschen useless, weil den will man eigentlich natürlich damit setten. Also, bisschen waste. Aber es ist nicht so schlimm tatsächlich, weil wir ihn ja auch mit der Fieldsperre vom Friedhof zurücklegen können. Das heißt, wir können ihn einfach gleich abwerfen. Das ist schon richtig nice. Und dadurch, dass wir mit Dekatron anfangen und den Zugriff auf die hier haben, ich würde tatsächlich mit ihr hier anfangen. Die hier weglegen. Wobei einer für einen ist eigentlich schon das, womit man starten will. Ah, schwierig gerade. Ja, nee, deswegen legen wir. Die Fieldspell ist nicht so mega wichtig. Die ist cool, die ist nice to have, aber wir fangen lieber so an. Weil wir, also, wir gehen jetzt ja davon aus, dass alles durchgeht, aber normal, im Normalfall frisst sie halt eine Handtrap, weil darauf kommt eigentlich immer eine Imperm oder irgendwas. Oder zumindest oft.
Und wenn sie jetzt halt durchgeht, dann. Sie kann jetzt momentan halt nur eine Sache im Deck suchen, aber sie ist halt trotzdem cool, weil sie halt. Wobei sie kann die ja auch noch suchen. Das ist tatsächlich auch echt nicht schlecht. Wir suchen uns aber natürlich die hier. Auch wenn Poplar dann kann. Ja, tatsächlich, rein von der Kartenökonomie wäre es schlauer, Wanted zu suchen. Die können wir zwar diesen Zug nicht benutzen. Aber weil Poplar hat sonst keine Targets mehr zum Suchen. Und da wir Poplar auf jeden Fall holen werden, machen wir es lieber so. Wir setten die. Der Gegner weiß natürlich jetzt, was hier gesettet ist und so. Und wir können die nicht mehr benutzen. Aber das ist nicht schlimm. Dann würde ich tatsächlich Dekatron normeln, seinen Effekt benutzen. Das hätten wir natürlich auch vorher machen können, aber ich dachte, wenn auf sie eine Handtrap kommt, wäre es egal. Deswegen wollte ich erstmal das quasi raushauen. Jetzt benutzen wir aber Dekatron, weil jetzt kommen wichtigere Sachen und wir legen Devyati in den Grave. Da ist er. Einfach nur, dass wir jetzt halt vor den Most Common Handtraps geschützt sind und jetzt. Wobei, wir müssen echt überlegen. Wir haben halt keinen. Wobei, das kriegen wir trotzdem hin. Wir haben halt gerade. Wir brauchen irgendwas zum Abwerfen, damit wir am Ende die leeren. Das verschwundene Leere benutzen können. Das ist halt ein bisschen bitter, dadurch, dass wir zwei Karten gezogen haben, die uns wirklich nichts bringen. Aber es passiert, ne? Alles gut. Aber deswegen machen wir das jetzt so. Wir benutzen jetzt nämlich einer für einen. Legen die weg. Und beschwören unsere Esche aus dem Deck. Da ist sie. Esche-Effekt holt Poplar. Poplar-Effekt für Special. Poplar-Effekt holt die. Ne, das ist alles nicht ganz regelkonform, aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt haben wir die auf der Hand. Und dadurch, dass wir keinen Discard haben, müssen wir gucken, dass wir mit dem Oak eine Karte auf die Hand zurücknehmen und nicht specialen. Das ist aber okay, weil wir so viele Bodies haben, dass das jetzt nicht so den Riesenunterschied macht. Wir kriegen eine Dekatron-Activation weniger. Das könnte halt schon relevant sein, aber ich meine, zur Not ist das hier eine Monster-Negation und wir machen unsere Snake-Eyes-Plays. Ne? Also ist jetzt nicht so, als könnte man damit nichts machen. Und hiermit könnte man ja noch einen Dekatron holen. So. Und das würde ja sogar schon reichen, weil noch ein Dekatron, dann haben wir schon alles für die Fusion. Ja, also, das bedeutet, wir linken jetzt erstmal Poplar weg. Falls ich es nicht perfekt spiele, Leute, Snake Eyes ist auch für mich. Ich habe das Deck mit Fire Kings ein bisschen gespielt, aber erst jetzt für Infernoid wieder mit angefangen. Du hast bestimmt Leute, die es besser spielen. Aber ich versuche trotzdem mein Bestes. Deswegen jetzt Effekt von Pappel. Pappel kommt zurück. Und jetzt benutzen wir die. Legen die weg. Kurz überlegen. Oder bräuchten wir. Ich hoffe, wir beschwören tatsächlich noch einen Dekatron. Dann wird zwar unser leeren Fest mal ein bisschen schlechter. Aber es wäre trotzdem noch strong. Und wir wollen ja hier trotzdem ein gutes Board hinlegen. Also das Board wird eh gut, ne? Das muss man direkt dazu sagen. Ich überlege nur, wie ich es am schlausten mache mit dem Recyceln der Handkarte. Weil. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Ja, ich glaube tatsächlich, wir machen so, dass wir die noch gar nicht direkt aktivieren. Sondern auch ein bisschen halt einfach mal gucken, was vom Gegner kommt so. Und dass wir jetzt erstmal Esche benutzen, um ihn und Dekatron wegzulegen. Um halt Oak zu. Ah ja, wie gesagt, wir kriegen ja die Special nicht. Aber ja, aber. Nee, sorry, aber hiermit kriegen wir dann ja doch noch Dinge. Weil die ja auch. Kann die auch vom Friedhof beschwören? Nee, von Hand oder Deck, okay. Aber das ist ja okay, weil wir kriegen ja an sich wieder einen auf die Hand. Wobei, nee, vergesst, was ich gesagt habe. Ich rede hier gerade ein bisschen wirres Zeug, weil ich selber so im Überlegen bin. So, wir holen auf jeden Fall ihn. Und jetzt benutzen wir seinen Effekt. Also die haben wir noch auf der Hand. Die Frage ist, ob wir die überhaupt aktivieren müssten. Ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, wir können die einfach als den Discard benutzen. Ja, das ist, glaube ich, alles noch viel weniger kompliziert, als ich dann dachte, weil. Ja. Ich glaube, so können wir das einfach machen. Also wir aktivieren jetzt den Effekt und beschwören Dekatron doch einfach wieder zurück. Benutzen jetzt Dekatrons Effekt. Legen. Piatti in den Friedhof. Könnten wir ihn schon beschwören? Nee, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Infernoid-Namen im Grave. Aber den hier, die behalten wir uns echt, weil es ist wirklich relativ egal.
benutzen wir jetzt die, machen mit den beiden hier. Weil das in dem Fall wäre das egal gewesen. Sorry, nicht so. Wir holen uns Flammenberge. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Und können dann jetzt mit Flammenberge und Decatron diesmal brauchen wir ihn, den Proxy F Magician gehen, also die Proxy F Magierin. Und jetzt aktivieren wir natürlich Flammenberge, rufen die zurück und rufen Oak zurück zum Beispiel, aktivieren wieder Decatron, schicken wieder einen in den Grave und es ist wieder relativ egal, was ist wieder einfach irgendeinen, der useless ist, in Anführungsstrichen natürlich nur. So, und jetzt machen wir mit den beiden hier. Ach nee, sorry, Quatsch. Natürlich müssen wir. Ich bin jetzt total bescheuert. Wir müssen natürlich Proxy F Magician benutzen. Und jetzt ein bisschen das. Wobei, das ist kein Problem. Dadurch, dass wir die beiden haben, linken wir die beiden jetzt dann einfach weg zur IP. Beziehungsweise wir könnten tatsächlich sogar zu SP linken, dann wird zwar mit der IP keine Interruption mehr, aber das hilft uns, um Handtraps zu dodgen. Vielleicht machen wir es diesmal tatsächlich so, weil wenn dann auf den irgendwie eine Handtrap kommt, wäre es halt unangenehm. Deswegen holen wir jetzt die SP, damit wir eine Imperm oder so dodgen können. Also es wäre eigentlich alles längst schon passiert, deswegen an dem Punkt ist es eigentlich egal. Aber wir spielen es einfach einmal so, um sicher zu gehen. Und jetzt beschwören wir unseren Piatti, indem wir halt den und den banishen. Also ist es dann halt echt immer relativ egal. Hauptsache, wir haben halt zwei Monster auf dem Feld, zwei Infinite Eater auf dem Feld. Jetzt aktivieren wir Proxy F Magician. Machen eine Fusionsbeschwörung zu Evil. So, aktivieren Evils Effekt. Und banishen Piatti für einen 5er Mill. Das ist schon ziemlich solide. Wir hätten auch Siete nehmen können, aber ich war mir gerade nicht sicher, ob wir genug Sachen im Deck haben, die ich halt ja auch behalten will. Wir haben jetzt eins. Ich mache noch einen Deviati. Auf jeden Fall. Also eins. Zwei, ja doch drei, vier und fünf. Ja, wir hätten echt Siete nehmen können für den 6er Mill. Dann wären wir genauso gut davon gekommen, hätten sogar noch einen mehr im Grave, aber egal. Dann rufen wir Deviati, indem wir drei banishen. Und zwar banishen wir. Ja, nee, nicht ihn, sondern die drei. Also Siete, Antra und Pirmais. Und jetzt. Jetzt halt ein bisschen die Frage, wenn man Flood kriegen will, da hätte man es vielleicht doch noch einen Tick anders spielen müssen. Da hätten wir, glaube ich, jetzt Siete holen sollen. Okay, sagen wir mal, wir hätten nicht Deviati geholt, indem wir die drei banishen, sondern wir hätten Siete geholt, indem wir die beiden banishen, ist Deviati halt noch ein Grave. Einfach nur, damit wir noch easy in Flood kommen. Dann würde ich jetzt nämlich mit den beiden hier unsere Princess machen. So, dann Princess Effekt, Target Flammenberge. Ruft Flammenberge und Flammenberge. Jetzt benutzen wir ihn tatsächlich, um Decatron hierhin zu tun, weil ne, jetzt haben wir eh keine IP. Und haben dann einfach noch eine weitere Negation. Das hat auch richtig geil. Und dann machen wir mit den beiden hier unseren Flood. Und dadurch, dass Evil jetzt auf den Friedhof gegangen ist, können wir seinen Effekt aktivieren, um uns die hier auf die Hand zu holen. Wundert euch nicht, dass ich das Deck nicht durchsuche. Bei mir ist gerade die Kamera ausgefallen. Deswegen ja, musste ich ein paar Sekunden zurückgehen. Und deswegen liegen die Karten schon oben. Und jetzt aktivieren wir die, benutzen den Effekt, werfen eine Karte ab. Und holen uns jetzt unser Lehrenfest mal, die wir jetzt natürlich noch setzen können. So, und das war dann unser Spielzug. Dann gehen wir an den Gegner ab, benutzen dann direkt in seinem Zug Lehrenfest mal und jetzt erstmal alles komplett wie gehabt. Und zwar holen wir Decatron, Decatron und einen Siete. Wo ist er? Da. So. Und dann benutzen wir beide Dekatrons, legen einen Ununku weg und noch einen Deviati. Haben wir noch einen Deviati? Ja, aber tatsächlich nur einen. Ja, so.
Ich frage mich gerade, hätte ich. Wir hätten, glaube ich, sogar noch eine Interruption mehr gehabt. Das habe ich ein bisschen verbockt, glaube ich, weil. Warte, bevor die beiden im Grave waren, ich hätte am Ende des Zuges. Ja, okay, doch, wir hätten. Bevor wir. Also bevor wir in die Endphase gegangen wären, hätten wir noch einen Deviati rufen können. Wir hätten dafür halt Evil auch banishen müssen, aber eigentlich. Da hätten wir zwar keine anderen Infernals mehr im Grave, aber wir hätten noch ein Deviati auf dem Feld und hätten leeren Fest mal halt erst aktiviert, wenn wir Deviati benutzt hätten. Aber auch so, völlig okay und so ist halt auch trotzdem richtig gut, weil wir so halt einfach mehr Follow-up für den nächsten Zug haben und noch einen Surge mit Evil bekommen. Aber so ist es trotzdem halt richtig insane, denn noch jetzt mit denen haben wir dann schon wieder zwei Interruptions und mit dem Effekt, dann mit ihm können wir noch einen Ununku senden. Der dann die dritte Interruption wird, weil wir Deviatis haben wir nicht mehr. Na dann, dritte Interruption, vierte Interruption, dann fünfte Interruption mit ihm, tributen wir diesmal einfach ihn, dass dann die sechste Interruption eine Dings zu verhindern, eine Summon, und jetzt können wir ihn noch benutzen. Und wir haben jetzt halt, ja doch, wir holen einen Evil und einen Oak. Und Oak holt dann Decatron zurück und mit Decatron können wir dann das letzte Infernoid-Monster aus unserem Deck auf den Friedhof legen. Und das ist, ich glaube, Atondle ist der einzige, den wir noch haben. Und das ist halt so crazy. Hier nochmal der Beweis. Oh nee, wir haben noch einen Ununku. Und noch ein Hammerdeck tatsächlich. Nee, dann legen wir natürlich Ununku weg. Crazy. Ich dachte, wir haben keine Infernoids mehr, aber es waren nur die anderen. Dann könnten wir natürlich auch anstelle von Evil. Weil der ist nicht so super wichtig, noch einen anderen, ja, noch einen zweiten Decatron holen und dann, weil die Crows, das kann man jetzt natürlich komplett aufs Matchup an, ne? Aber in den meisten Matchups, können wir tun einfach den Hammerdeck weg, ist einfach eine Didi Crow auch ziemlich stark und besser als der von Evil, die Recursion, wobei die auch schon echt gut wäre. Jo, und das sind dann noch mehr Interruptions, wie ihr seht, und wir haben hiermit sogar noch einen Search auf die Witch wieder. Die uns ja im nächsten Zug nicht mehr so super viel bringt, aber wir kriegen da noch einen Draw, weil die im Grave ist und so, also richtig, richtig stark. Und ich würde sagen, auch Testhand Nummer 5 war ein voller Erfolg. So, Leute, die Piles sind mal wieder geschaffelt. Beziehungsweise es wurde gepeilt und jetzt werden die Piles geschaffelt, um ganz genau zu sein. Und wir steigen eine Testhand Nummer 6, nachdem noch einmal abgehoben wurde. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal nicht bricken. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Brick-Start. Aber man muss auch dazu sagen, okay, das ist schon mal keine Brick-Hand mehr, wegen weil Verschwinden der Leere einfach so super ist. Die Infernoide sind aber natürlich, auch wenn sie quasi Bricks sind, ist durch sowas wie Leeren-Imagination, geil, ändert sich das halt. Zugriff auf die Witch ist auch super. Und noch ein Infernoid, das ist wieder sehr geil, auch wenn man das erstmal nicht denkt. Weil hier haben wir drei Wege, um durch Handtraps durchzuspielen. Also hier können wir wirklich durch zwei Handtraps durchspielen und kriegen trotzdem geile Sachen hin, weil wir haben Zugriff auf Snake Eye Engine, beziehungsweise auf die Witch, aber dadurch kommen wir an sich in Snake Eye Engine. Gut, ist auch gut, dass wir die hier einmal ausspielen. Wir haben so viel, dass wir das eh alles hinbekommen, von daher ist es egal, aber wir haben hier, genau, hiermit halt Zugriff auf Snake Eyes Engine und hiermit Zugriff auf Infernoid Engine. Und wenn das annulliert werden sollte, also beides, wir kommen in nichts, haben immer noch die, werfen eine Sache ab, kriegen leeren Festmachen, haben immer noch drei Interruptions. Richtig, richtig strong, deswegen überlege ich, ob wir das überhaupt ausspielen, weil ihr habt jetzt, glaube ich, oft genug gesehen, wie krass das Board ist und das Video ist eh schon ultra lang und wir sind ja, jetzt kommt ja erst Testhand Nummer 7, deswegen, ja, spielen wir die mal nicht aus, weil der jetzt nicht super spezielles ist, aber wir hatten auf jeden Fall drei Wege, unser Board aufzubauen und das ist halt super strong, also durch Handtraps durch und so, richtig, richtig geil. Man hätte hier sogar fast überlegen können, ob man einfach auf Nummer sicher geht und mit der Witch einen Decatron holt, um vor Monstereffekten protected zu sein, damit man halt auch nicht in Droll oder so reinläuft. Dann hätte man ja trotzdem Evil machen können. Das wäre schon krass gewesen, weil dann kriegen wir trotzdem ein gutes Setup hin und so. Richtig, richtig nice. So, Testhand Nummer 7 sind wir dann ja jetzt. Die sieht auf jeden Fall auch schon wieder ziemlich solide aus. Jo, die ist auch geil, spielen wir auch nicht aus, weil die. Wobei, wir hatten noch nicht den Fall, wo man gesehen hat, dass sie alleine Full Combo ist, ne? Wobei, wir sind schon mal mit Esche gestartet.
Deswegen machen wir das jetzt nicht nochmal. Aber wir haben hiermit Snake Eyes Engine. Wenn eine Monster Entrap kommt, haben wir sogar, dadurch, dass wir die aktivieren, auch schon unser leeren Fest mal safe. Und hiermit kriegen wir sowieso dann so nochmal leeren Fest mal. Und das ist auch noch eine Interruption. Also richtig geile Hand auch. Auch Testhand Nummer 7. Richtig fein. Und deswegen, weil wir es, wenn wir es nicht ausspielen, mische ich einfach nur so, damit es ein bisschen schneller geht. Und ich mische ja trotzdem nochmal normal durch, aber ihr wisst, was ich meine, dass ich nicht jedes Mal dann Peil schaffen muss. Nur vor der letzten Testhand, vor Testhand Nummer 10, machen wir das nochmal und die werden wir auch ziemlich safe ausspielen. So, dreimal so müsste eigentlich reichen, damit wir hier wieder ganz gut durchgemixt sind. Und wir schauen jetzt mal rein, wie Testhand Nummer 8 performt. Wir fangen an mit Deviati. Leuchtfeuer ist krass, Zugriff auf Witch ist auch krass, ja, den wollen wir nicht unbedingt ziehen. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine gute Hand, weil hiermit können wir auf jeden Fall schon mal eine Handtrap baiten oder so. Und hiermit haben wir halt Full Combo. Aber das ist trotzdem, also das ist gut, weil das spielt durch zwei Handtraps durch und durch zwei Handtraps, beziehungsweise spielt durch eine Safe durch. Durch zwei kommt dann drauf an. Aber wenn wir schon ein bisschen was auf dem Board haben und so und die Witch auch schon liegt und je nachdem, was der Gegner für eine Handtrap hat, müsste das ganz gut gehen. Ist nicht die krankeste Hand, aber wir haben halt hiermit komplett Full Combo und hiermit noch eine Absicherung und eigentlich viel mehr kann man ja sich eigentlich gar nicht wünschen. So, ja, dann Testhand Nummer 9, wenn ich mich nicht irre, doch, wir waren bei 6, da hatte ich ja noch gepeitschaffelt und dann jetzt 2, 7 und 8. So, dann kommt jetzt Testhand Nummer 9. Jo, und ich muss echt sagen, ich bin so happy mit dem Deck. Ich bin sehr, sehr gespannt, das habe ich noch gar nicht probiert, wie es denn mit Fiendsmith wird. Weil damit habe ich mich noch nicht so viel beschäftigt, aber das werde ich noch tun, weil Fiendsmith einfach komplett krank ist und jetzt ja auch bei uns super relevant wird. Aber naja. Okay, wir haben ja wieder drei Wege, um durch Handtraps durchzuspielen. Snaker Engine, wenn da irgendwas kommt, aktivieren wir die. Damit wir Lehrenfest mal schon safe haben. Mit der hier suchen wir uns halt Lehrenfest mal. Oder wenn es uns einfach nur darum geht, den Grave voll zu machen, können wir uns auch Lehren-Imagination suchen und die beiden wegtun und Evil machen. Aber das ist nicht das geilste Play, weil wenn wir die aktiviert haben, sind wir in Infinite gelockt. Das bedeutet, wir würden damit auch eher was suchen. Ja, tatsächlich würden wir, wenn die hier irgendwie gehandtrapped wird oder so oder zerstört wird oder wie auch immer, kann man sich hiermit auch eine der neuen Karten suchen, auch Bruch der Leere, genau, und dann kann man Deviati von der Hand specialen zum Beispiel und hiermit haben wir dann der leeren Fest mal schon gesetzt. Auch richtig geil. So, und das bedeutet schon mal, das Deck ist auf jeden Fall nicht zu bricky, weil selbst wenn die letzte Hand, die spielen wir, da mache ich jetzt auch mal den Sechser Shuffle, aber Tester Nummer 10, die letzte Hand werden wir ziemlich safe ausspielen. Sorry Leute, für meinen Räuspern und so ab und zu. Es ist halt wirklich Nase zu, Hustenreiz, wirklich der ganze Quatsch. Ich bin jetzt zum Glück schon über das Gröbste drüber hinaus, glaube ich. Also mir geht es noch nicht so richtig geil, aber die letzten beiden Tage waren echt richtig, richtig schlimm. Aber jetzt, wir sind auf dem Weg der Besserung. So gut, dass ich das Deckprofil von dem Deck schon vorher recorded hatte, sonst wäre Montag auf jeden Fall kein Video gekommen. Aber jetzt wird es wieder besser und ich hoffe, dass die letzte Hand auch besser wird als die Brick-Hand, aber ich bin eigentlich sehr davon überzeugt, weil wir haben hier so viel Consistency drin, dass wir eigentlich immer irgendwas machen können und auch oft durch Handtraps. So, wir fangen an mit Siete, der ist natürlich nicht so geil, Dekatron ist super nice, Deviati, Esche ist nice und Nadirdina. Ja, okay, die Hand ist auch richtig gut, weil wir können auf jeden Fall durch... Das Ding ist halt, weil die sind dann beide eine Normal Summon. Das ist halt daran nicht perfekt. Aber wir können entweder den safen Weg gehen und sagen, okay, wir rufen einfach Dekatron. Benutzen einen Effekt, damit das hier safe ist. Weil dann haben wir 5 Interruptions, weil wir haben den Dekatron auf dem Feld. Durch die Nadir-Dina-Kombo kriegen wir noch 2 Dekatrons und ein Siete hin. Dann sind dann 4 Interruptions. Und dadurch, dass wir Maximus dann benutzt hätten, hätten wir das Chimera Beast im Grave, können wir banishen, noch einen Dekatron zurück, sind 5 Interruptions. Also der safe Weg wäre so, wenn ihr sagt, ey, ich habe auch Angst, einfach in Handtraps zu rennen. Und gerade nach dem Siden würde ich das, glaube ich, sogar machen, weil wenn Gegner irgendwie Drollen Lockbird und so Siden oder halt vielleicht schon ein Deck haben, ist es dann einfach ein bisschen sicherer.
Aber wir wollen jetzt in der letzten Hand nochmal eskalieren und deswegen, das ist ja auch nicht super unsafe, ne? Also wenn der hier annulliert wird, kriegen wir hiermit ja trotzdem vier Interruptions, darf man nicht vergessen. Aber man ist halt nicht von Anfang an vor Huntress geschützt, wie mit Decatron. Aber wir würden jetzt einfach mal diese Route gehen und zwar würden wir Esche benutzen und seinen Effekt aktivieren, um uns unsere, das kennt ihr jetzt alles schon, deswegen gehen wir ein bisschen schneller durch. Wir holen uns jetzt natürlich unsere Pappe. Na, wo ist sie denn? Da ist sie. Pappe, Effekt für Special. Pappe, Effekt für Search. Hätte ich auch schon mal direkt rauslegen können eigentlich. Aber das ist wie es ist, ne? Ist wie es ist. So, ne, nicht die Field Spell, sondern. Alter, sie war wirklich ganz oben, Alter. Richtig blind von mir. Naja. So, dann linken wir den weg zu Anima. So, dann Effekt von Pappel im Grave, um sich wieder zu setten. Dann aktivieren wir die hier, um tatsächlich Dekatron von der Hand zu rufen in dem Fall, weil wir wollen wieder die drei Dekatrons im Deck haben fürs Leere, zwei Dekatrons fürs leeren Festmahl. Jetzt Dekatron-Effekt für Dump. Das ist relativ egal. Ja, wir können Piatti in dem Fall einfach mal nehmen. Dann aktivieren wir Esche, legen zwei weg und rufen Oak. Oak-Effekt. Target Dekatron. Ruft Dekatron zurück. Oder targetet er überhaupt? Ja. Also deswegen war es richtig. Dekatron sendet irgendein Infernoid in den Grave. Dann nehmen wir jetzt einfach mal Antra. Das Ding ist, dadurch, dass wir halt schon Infernoid-Mons auf der Hand haben, kann man sogar. Beziehungsweise, ja, genau, was ich sagen wollte. Durch Nadir-Diener haben wir Zugriff auf die Sachen, die uns Evil halt zu. Wobei, nee, wir machen das mal trotzdem so. Weil, nee, das ist safer, weil dann haben wir das immer noch als Backup. Deswegen, weil wenn wir jetzt irgendwie gehandtrappt werden und das die uns noch nichts mehr bringt, wäre bitter. Deswegen wollen wir auf jeden Fall alles rausziehen, was geht. Das Ding ist nur, also er ist jetzt Stufe 3, er ist Stufe 1. Wir könnten. Wobei, wir müssen auf jeden Fall erstmal den aktivieren und Flamberge rufen. So, das ist sowieso erstmal ein Must, weil Flamberge wollen wir im Umlauf haben, weil der halt einfach ultra krass ist und uns ja noch weitere Interruptions gibt. Das ist echt krass, wie gut diese Karte ist. Ich glaube zwar nicht, dass der verboten wird, sondern dass die Engine anders angegangen wird, aber ihn zu verbieten wäre auf jeden Fall das, womit mein Snake Eye wirklich auseinander nimmt. Aber ich, ja, ich bin gespannt, was passieren wird. Jetzt machen wir mit den beiden hier unserem Proxy, weil, wie gesagt, wir wollen ja auf Nummer sicher gehen, dass wir wirklich in alles reinkommen, in Evil und so. Dann aktivieren wir Flamberge im Grave, weil er auf den Grave gegangen ist. Der holt uns einen Dekatron. Und ja, es ist wirklich egal. Und ihn hier zurück. Dekatron aktivieren wir nochmal. Senden. Es ist wirklich egal. Irgendeinen, der uns gerade nicht so viel bringt. Pirmais. Und jetzt können wir tatsächlich auch Ina von der Hand beschwören, weil wir. Also. Wir könnten noch Piatti. Aber nee, ist egal. Komm, wir banishen Pirmais und Antra vom Grave. Für Siete. Und jetzt aktivieren wir den Effekt von Proxy F Magician. Legen Dekatron und Siete weg. Für unseren Infernoid Evil. Ich überlege gerade nur ganz kurz, hätte man das auch noch anders machen können. Ne, wir hatten aber nicht genug Ressourcen, um noch was zu rufen. Einfach nur wegen Flood wollen, aber wir kommen auch so easy in Flood. Tatsächlich. Wir kriegen dann nur keine Mascarina, aber das ist nicht so wild. Benutzen jetzt seinen Effekt und wir banishen. Wir haben schon 1, 2, 3, 4 verschiedene Namen. Komm, dann machen wir Piatti, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass hier nicht zu viel weggebanished wird, weggelegt wird. Also 5. Wir haben einen Diverti auf der Hand, den beschwören wir auch noch von der Hand. Legen aber einen Ununku. Einen davon. Siete nicht, den wollen wir behalten. Aber den legen wir einmal, den legen wir einmal und als fünftes. Ja, nee, 5 war die perfekte Zahl, dann haben wir nämlich so viele Negations, wie wir wollten, im Deck behalten, haben aber trotzdem unseren Friedhof schön voll gemacht. So, Evil ist einfach so eine krank gute Karte, ihr glaubt's nicht.
Dann machen wir jetzt mit den beiden. Unsere Prince ist jetzt super Standard alles, ne? Aber ich wollte es trotzdem noch einmal ausspielen, wenn die letzte Test, dann ist es immer so weird, wenn man die einfach so random aufhört. Benutzen den Effekt, holen natürlich Flammenberge zurück. Benutzen Flammenberges Effekt, tun jetzt einen Dekatron hier wieder in die Zone, weil wir halt keine IP haben. Aber wie gesagt, das ist halt in diesem Deck hier halt so krass, weil das einfach eine weitere Negation ist for free, sage ich mal. Und jetzt machen wir mit den beiden. Oh, unseren Flood. Wir nutzen den Effekt von Evil. Der sucht uns jetzt. Wo ist er? Oh, tatsächlich könnte man. Aber nee, wir wollen auf Nummer sicher gehen. Und suchen uns auf jeden Fall Verschwinden der Leere. Das ist auf jeden Fall der Safe Call. So, und dann aktivieren wir jetzt noch Nadir Dina. Weil wir haben ja noch nicht genug gemacht. Ja, nee, das passt so. Wir aktivieren Nadir Dina, legen natürlich wieder ein Garura weg und suchen uns Maximus. Also das ist jetzt echt fast ein bisschen Overkill. Das könnte man sich auch aufheben, theoretisch für den nächsten Zug, damit Nadir Dina, falls unser Board gebrochen wird, noch eine Interruption ist. Aber sind wir mal ehrlich, dieses Board hier wird nicht gebrochen. Es gibt fast nichts, was dieses Board wirklich ernsthaft gefährden kann. Klar, Dark Ruler und so, aber Dark Ruler ist ja gegen dieses Deck egal, weil wenn der Gegner uns Dark Rulert, können wir nicht verlieren in dem Spielzug. Und wenn wir in dem Spielzug nicht verlieren können, hat der Gegner verloren, weil. Ne? Da muss man nicht viel zu sagen. Abgesehen davon, dass wir halt auch noch die ganzen noch weitere Effekte triggern, sein Board häufig wipen können und so. Und OTKs können wir sowieso krass drücken. Deswegen, ja. Also genau, jetzt Effekt von Garura, dass wir noch eine ziehen. Yes, so. Okay, noch ein Leuchtfeuer ist solide zu haben. So, und dann rufen wir Maximus jetzt tatsächlich sogar noch. Indem wir. Ja, der bringt uns eh nichts mehr. Garura banishen, dann aktivieren wir seinen Effekt. Und legen jetzt in dem Fall. Man könnte Tierra einfach, dass man noch einen Namen mehr hat. Also, wir legen auf jeden Fall das Chimera Beast. Ja, alles andere bringt uns, glaube ich, nichts. Ne. Genau, also Chimera und Tiera, weil Tiera einfach ein weiterer Name ist, ne, haben wir noch mehr Ressourcen, das ist halt richtig gut. Jetzt aktivieren wir Verschwinden der Leere. Oh, und nee, sorry Leute, ganz kurz, bevor wir das hier gemacht hätten, ich will es einfach nicht verdaddeln. Bevor wir Maximus rufen, müssen wir Devyati rufen, weil wir sonst über Stufe 8 sind und wir wollen Devyati auf jeden Fall auf dem Feld haben. Wir banishen die drei für ihn, weil da haben wir nämlich noch eine Monster Negation mehr und die nehmen wir natürlich gerne mit. Und genau, und jetzt haben wir einfach Maximus gerufen, die beiden auf den Grave gesendet und genau. Auch wichtig für, falls der Gegner was auf den Grave sendet, was uns Angst macht, weil er dann was bei uns zerstören kann oder wie auch immer, dann können wir das damit halt schon annullieren, weil den Maximus zum Beispiel brauchen wir nicht mehr, dann hätten wir einen Free Negate. So, aber jetzt aktivieren wir Verschwinden der Leere, werfen die ab. Holen uns unser Leerenfest mal, setzen die natürlich und geben an den Gegner ab. Und in dem Fall könnte man wahrscheinlich Flammenberge schon einfach rausfeuern, Dekatron rufen, Dekatron aktivieren und noch ein Ununku weglegen. Haben wir Spell Negate, also Spell Trap Negate und Monster Negate. So, und jetzt gehen wir wirklich alle Interruptions durch. Die beiden sind zwei Interruptions auf einmal Monster, einmal Spell Trap. Hier würde man dann natürlich ziemlich schnell das Leerenfest mal rausfeuern. Für Interruption. Den zähle ich jetzt mal gerade nicht. Wobei Didi Crow ist schon eine gute Interruption, muss man ganz ehrlich sagen. Also der Didi Crow-Effekt. Aber erstmal 1 und 2. Noch ein Devyati und noch ein Ununku müssten wir eigentlich haben. Yep. Und wir haben dann noch einen Devyati, das ist halt insane. Haben wir noch mehr Infernoide, nur dass ich es für gleich weiß. Ich glaube, wir haben nur noch den Devyati, ne? Ja, nur noch den einen Devyati. Also es lohnt sich nicht, gleich zwei Dekatrons zu reviven. Das ist halt auch so krass mit dem Flammenbergendrachen, was der halt für eine, was der für eine Recursion noch für dieses Deck gibt. Und dass er uns einfach in diesem Deck. Er hat uns jetzt schon zwei Negations gegeben. Er hat einen Dekatron so geholt und er kann gleich noch Dekatron zurückholen. Das ist halt. Also wirklich bescheuert. Und hier nochmal ganz kurz, in der letzten Test, dann sieht man nochmal ganz deutlich, warum es also aus meiner Sicht wichtig ist, drei Ununku und drei Devyati zu spielen. Sonst könnt ihr die Vorteile dieses Decks nicht voll ausschöpfen, meiner Meinung nach. Diese ganzen Negations, die kriegen wir nicht, wenn wir Devyati und Ununku schon gezogen haben oder halt nur zwei und zwei im Deck haben.
Ja, da bin ich wie gesagt zu 100% überzeugt von. Funktioniert mega gut, wie man jetzt auch hier sieht. So, wir hatten ja schon zwei Negates. Damit haben wir jetzt vier Negates. Mit ihm können wir jederzeit halt intributen. Das war dann die fünfte Interruption. Er aktiviert sich. Wir holen nur einen Dicker dran zurück. Fünf Interruptions. So. So. Er sendet nochmal was. Und zwar den letzten Deviati. Das ist die sechste Interruption. Also wir benutzen die erstmal, die sechste Interruption. Ja, so sechste Interruption. Summon-Annullierung, siebte Interruption. Effekt von Evil bringt uns noch, ja, zum Beispiel den Bruch der Leere. Genau, dann, also das Ding ist, wir können halt die nicht zurückbeschwören, sonst wäre halt die hier, also die jetzt ja die Chimera-Karte ist, noch heftiger. Aber wir haben halt hier noch die Interruption, indem wir den rufen und Seattle zerstören. Es ist wirklich einfach insane. Wir können mit dem ja trotzdem noch einen Degatron rufen im Zug des Gegners. Aber nur, dass wir noch einen Body mehr auf dem Feld haben für den nächsten Zug. Diesmal gehen wir es ganz durch. Wir rufen den noch. Der Gegner hat obviously nichts mehr, was er machen kann, weil, sind wir mal ehrlich, Leute, durch dieses Board, wenn man nicht Dark Ruler hat, kann man nicht durchspielen, weil selbst Evenly können wir annullieren und so. Und wenn er gegen die Battle Phase geht, ohne vorher was zu machen, und wir wissen, dass Evenly kommt, dann können wir uns da auch drauf vorbereiten, weil, also, zwei Evenlys, na klar, gehen theoretisch auch, beziehungsweise Dark Ruler und dann Evenly ist schon gut, aber wir können da trotzdem Sachen tributen, weil es als Kosten als Tribut anbietet. Das heißt, selbst wenn es gedarkrulert wurde, kriegen wir noch Sachen in den Grave und protecten sie vor der Evenly. Und wir haben dann immer noch die Princess im Grave und solche Sachen. Und halt auch, ne, wenn Evenly gekommen wäre, die Chimera-Karte, die halt einen Dekatron dann zurückbringt und so. Also es ist wirklich unfassbar, wie. Also wenn man das Board hinbekommt, dann ist es wirklich, würde ich. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es eines der besten Boards ever, die keine Floodgates beinhalten. Weil wir haben ja keine Floodgates, ne? Also wir haben jetzt nichts, was sagt, der Gegner darf nicht spielen. Das ist natürlich immer noch mal krasser. Aber ich finde das auch persönlich ganz gut so. Das ist ein bisschen gesünder fürs Game und das ist trotzdem komplett krank. Jo, und dann halt im Zug des Gegners, bei dem müssen wir aufpassen, die können wir nur wirklich benutzen, wenn wir nur Unterwäldler haben. Aber wir können ja auch erstmal, beziehungsweise das mit den Unterwäldlern, sind wir mal echt, das ist komplett egal auch. Und doch, wenn man auf Nummer sicher gehen will, weil sie können wir nicht machen. Wir können ja jeden Zug benutzen, ne? Das ist halt so dumm. Ja, wir können die Princess halt einfach benutzen und uns ein Evil zurückholen. Achso, wir hätten natürlich noch eine Karte gezogen. Ich will euch nur mal die OTK-Line einmal zeigen, dass ihr wisst, worum das geht. Jetzt machen wir mit Evil und Princess. Einfach mal den. Das passt so. Jetzt triggern wir Evil nochmal. Kriegen halt, also es ist wirklich egal. Das leeren Imagination bringt tatsächlich nicht mal wirklich was. Wir könnten holen uns eher, auch wenn wir sie nicht brauchen, die Neuentzündung. Genau. Und dann können wir tatsächlich, beziehungsweise wir sollten den lieber hierhin machen. Das ist ein bisschen geiler noch. War das sogar wirklich insane gut, weil wir können jetzt die beiden zum Beispiel auch noch weglinken. Es ist wirklich komplett egal. Es geht einfach nur darum, dass wir in Equimax kommen und der braucht einfach nur Effektmonster. Aber wir wollen vorher, also wir machen jetzt einfach mal die hier, aber wir wollen noch einmal unseren Flood triggern, falls der Gegner halt ein Feld hat, so. Und das können wir einfach ganz entspannt tun, indem wir unseren Atondel beschwören. Wir banishen dafür einfach zwei Infinity. Das ist wirklich jetzt egal was. Jetzt triggert Flood, kann Non-Targeting was banishen. Ganz kurz checken, ob es wirklich Non-Targeting ist. Ja, ist es. Das ist einfach so insane. Und jetzt machen wir Folgendes. Und zwar gehen wir jetzt mit den beiden hier in Equimax. Equimax hat jetzt gerade, weil er, also 4-8, 5-8, 6-8, 7-4. Aber wir dürfen noch einen Infernoiden vom Grave rufen. Das machen wir. Wir rufen noch einen Deviati, indem wir nochmal drei banishen. Es ist wirklich komplett egal, welche drei wir banishen. Und das hier ist Lethal. Also,
Und er checkt es nicht sofort, weil wenn, solange er auf dem Feld liegt, kann er nur er angreifen. Aber das Geile ist, er greift jetzt an mit 7600, richtig? Ne, 7400, kann nochmal ganz kurz. Er hat 2000 plus 28 sind 48, 58, 68 plus 600, 74, doch, mit 7400. Und das wäre es eigentlich, aber Effekt, tributed ihn und banishen was vom Gegner und dann 7400. Mit ihm hier genau 10.000, 12.800, 13.000, 14.800, 15.700 Damage. Ja, ich würde sagen, das ist ganz solide. Ach ja, nee, ganz kurz, wir hätten natürlich die noch aktiviert, dann hätten die beiden noch mehr. Und zwar hätten die beiden einen Push von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also er hätte 4.000, er hätte 3,9. Ja, dann wäre es sogar, dann wäre das sogar OTK durch Prosperity gewesen. Komplett insane. Es ist so geil. Und ja, die letzte Testhand hat jetzt auch nochmal richtig gut gezeigt, wie das Deck dann auch in Turn 3 spielt. Aber Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne Like, Kommentar und Abo da. Würde mich wirklich extrem freuen. Das Deck hier ist wirklich mein absolutes Lieblingsdeck und es ist mir egal, ob es mit Snake Eye ist, ob es pur ist, ob es die Variante ist, die ich euch als nächstes zeige, weil das ist die Variante, die 60-Karten-Variante, die ohne Snake Eye und auch ohne Fiendsmith ist, weil Fiendsmith wird auch eine Top-Meta-Engine, das heißt, viele Leute werden es nicht spielen wollen oder können, was auch völlig legitim ist. Ich bin selbst total im Struggle, ob ich das machen soll, aber ich will halt Infernoid so gut spielen, wie es irgendwie geht und wahrscheinlich wird das Fiendsmith beinhalten, aber das muss ich noch ausprobieren. Ja, aber auf jeden Fall, deswegen ist diese, die nächste Variante ist die Variante, die war sehr, sehr wahrscheinlich, oder also eigentlich zu 100%, auch nach der nächsten Band ist noch komplett so spielbar sein, komplett spielbar sein wird und die auch richtig geil ist, die auch verschiedenste Engines spielt, die halt in Combo reinkommen, aber so oder so, was ich gerade sagen wollte, halt, ne, ist es mein absolutes Lieblingsdeck, dass Infernoid so viel Support bekommen hat. Das macht mich einfach wirklich, wirklich glücklich. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt auch noch ein bisschen besser sehen, warum das Deck so geil ist. Und wie gesagt, ne, Like, Kommentar und Abo wäre mega geil. Checkt auch sehr gerne den Link zu Gate to the Games aus, wenn ihr irgendwelche von diesen richtig hotten Karten am Start haben wollt. Und drückt gerne die Glocke, folgt mir auf Instagram und den ganzen Bums. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Euer Francis Gaming.